Hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey zu Part 99. Willkommen zurück. Jo, hi. Und hiermit auch zum. Ja, auch zum letzten Part und dann. Ja. Passt das jetzt hier auch so. Und. So. Aua. Höhe des Ares. Okay. Mhm. Mhm. Dann tauchen wir hier unter. Oh, komm. Dann bin ich mal gespannt, was man hier dann bekommt. Wenn man hier untertaucht. Aha. So. Habe ich gerade gemerkt, dass man hier genug Material kriegt. Geil. Okay. Und auf geht's. So. So. Und dann richtig nach oben geht's. So. Also. Halt mal auf zu mir. Hä? Wie das Ares Schatz. Hey. Ernsthaft, wo gibt's denn hier wieder einen Schatz hier? Ich hab da unten jetzt keine Schatzkisten gesehen. Ah ja, okay, hier hinten. So. Mhm. Warte. Inventar. Das kommt genau richtig, weil. Oh ja, hübsch. Perfekt. Okay. Mhm. Okay, warte mal. So, gehen wir nochmal ein ganzes Stückchen nach oben und dann nochmal weiter hier rein zum Gucken. Okay. Dann beeil, ich komm schon. Oh, Alter. Nein, jetzt hier noch oben schnell kommen. So, und da oben. Perfekt. Ernsthaft unten. Mehr kann man danach wieder zurückgehen und nochmal neu was holen, wenn das sein muss. So, ich muss gerade gucken. Mhm. So. Ach, da drüben gibt es auch schon wieder ein neuer Aussichtspunkt. Oh, kommt, Leute. Ernsthaft, wie viele Aussichtspunkte habt ihr denn hier noch? Mhm. Ciao. Mit euch lege ich mich hin einfach. Zieht euch jetzt hier. Mhm. Schön, dann eben nicht. Meine Güte. So. Mhm.
Okay. So. Perfekt. Dann gehe ich noch kurz da drüben hin und auf den. Entschuldigung, es war gerade so erstaunt, dass ich nicht so viel gerade geredet habe. So. Mein Güte. Ich gehe kurz schnell auf den Aussichtspunkt dort vorne hoch und dann. Weil wir da nämlich den Aussichtspunkt auch haben. Dann gehen wir gleich zu denen hin. Ja. Ich sehe keine Soldaten hier. Nur Piraten. Sie müssen die ganze Insel kontrollieren. Hä? Wo ist jetzt der blöde Aussichtspunkt gerade? Hier drüben oder was? Ist der jetzt hier der Aussichtspunkt? Hoch mit dir, komm. So. Erstmal hier rüber. Perfekt. Dann einmal kurz hier da oben. Und der Aussichtspunkt ist. Ach, da drüben ist der Aussichtspunkt. Perfekt. So, und synchronisieren. Okay. Mm-mm. Drüben rein, perfekt. Ha, cool, dann sind wir gleich. Ey, passt doch. Haben wir den Aussichtspunkt hier und sind gleich hier angekommen. Interagieren wir gleich mal. Perfekt. Oho. Götter, habt Gnade! Du willst Gnade? Oh. Ich schmeiß ihn gleich raus. Jene, die auf meiner Insel mit Sklaven handeln, sollen selbst das Zeichen der Sklaven tragen. Und nach Attika geschleppt und an das System verfüttert werden, von dem sie profitieren wollten. Schaff mir diesen Abschaum aus den Augen. Tja, selber schuld. Hi. Ich dachte, alle Piraten wären Sklavenhalter. Und du bist? Mein Name ist Alexios. Nun, Alexios, man sagt uns auch nach, Mörder zu sein. Warum also sollte ich dich nicht hier und jetzt töten? Ich brauche eure Informationen. Ich bin hier, um dich zu treffen. Ich hörte, du verkaufst Informationen. Unter anderem, das tue ich. Ich suche nach jemandem. Dich in meine Stadt zu schleichen, ist nicht der beste erste Eindruck. Ich muss mit dir persönlich sprechen. Ich dachte, die Piraten lassen mich sicher nicht so einfach durchspazieren und anklopfen. Also sprich. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Sie verließ Sparta, als ich ein Kind war. Ein bisschen mehr brauche ich schon, Alexios. Auf ihrem Arm hat sie Muttermale, die das Sternbild des Adlers bilden. Also gut, damit kann ich arbeiten. Aber wer genau soll diese Frau sein? Sie ist meine Mutter. Ich sah sie zuletzt, als ich noch ein Kind war. Du bist also ausgezogen, deine Familie zu finden. So etwas in der Art. Dann hast du keinen leichten Weg vor dir. Oh, ich soll mitkommen, danke. Aber du wüsstest, gell? Lady. Aspasia hat mich geschickt, dich zu finden. Aspasia? Warum sollte sie das tun? Sie sagte, du hättest Informationen, die mir bei meiner Suche nützlich sein können. Du kannst alles wissen, wenn die Bezahlung stimmt. Und was soll es kosten? Du kannst es dir leisten, ich bin sicher. 15.000, Alter. Ich brauche das Rest ja für meinen Bogen, hallo? Ach, komm. Warum brauchst du denn so viele Drachmen? Ich muss eine Stadt absichern und Menschen beschützen. Ich habe kein Interesse am Kriegseintritt. Ich will nur sicherstellen, dass der Krieg nicht zu uns kommt. Klar. Achso, das war nur die Frage. So viele Drachmen habe ich nicht. Das überrascht mich.
bei deiner Berufswahl. Wie kann ich sicher sein, dass du sie finden wirst? Ich kenne Myrine schon. Woher kennst du ihren Namen? Ich weiß noch einiges mehr. So viele Drachmen aufzutreiben wird nicht leicht. Du hast ein Schiff und eine Mannschaft. Das reicht, um in Koressia Arbeit zu finden. Und es gibt einen Haufen Drachmen in einer Befestigung auf der anderen Seite der Insel. Du willst, dass ich von deiner Insel stehle? Die anderen Einwohner sind nicht ganz glücklich über uns Piraten. Ihr Anführer hat ein Vermögen angehäuft. Haben sie keine Drachmen, können sie keine Dummheiten machen. Stimmt. Keine Sorge. Solange du für mich arbeitest, bist du einer von uns. Piraten helfen nur, wenn es im Gegenzug eine Schiffsladung Drachmen gibt. Wenn ich sie bezahlen will, muss ich Arbeit auf der Insel finden. Okay, wollen wir mal gucken. So. Alter, wie viel... Oh, leck mich am Arsch. Alter, wie viele Aufgaben gibt's denn hier? Mhm, 18. Liebe. Und hier, rote Träume. Unglück. Hier, okay. Ich rede mal kurz mit dir. Der große Nicht-Spartiat kehrt heim. Okay, ich komme. Noch habe ich die Drachmen nicht. Aber ich komme zurück, sobald ich sie habe. Keine Eile. Wenn du Arbeit brauchst, frag meine Leute in der Stadt. Die können sicher einen fähigen Söldner gut gebrauchen. So, danke. Ah, da muss ich dann damit ansprechen. Aha, okay, die drei kommen hier. Gut, warte, ich muss jetzt erstmal schnell gucken. Gibt's da irgendwo hier ein. Ich gehe erstmal kurz zum Schmied und werde erstmal meinen Drachen erstmal. Drachen laber ich jetzt schon wieder. Meinen Bogen erstmal aufwerten, wenn es jetzt endlich geht. Jetzt, da mich nicht mehr jeder töten will, sollte es einfacher sein, die Insel zu bereisen. Genau. Xenia und ihre Leute haben hier alles zerstört. Glauben Sie, dass die Bewohner ruhig bleiben, wenn sie alles niederbrennen? Was kann ich für dich tun? Was kann man hier kaufen? Sag mal. Haben die überhaupt was Legendäres hier? Nee. So. Fehlt's vom Material gefehlt oder was? Ah, okay. Material, klar. Das Geld ist nicht das Problem, das Material ist es. Wenn ich etwas tun kann, sag es nur. Ja, klar. Gut, dann. Werde ich jetzt erstmal hier den Part beenden. Wir sehen uns dann morgen wieder. Gute Nacht. Bis morgen. Euer Naruto 1986. Schreibt mir in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Das wäre nämlich nett. Danke. Ich würde mich sehr freuen.